face will turn green. Your eyeballs will pop open with aggression. Am 4. Juni 1983 war meine Highschool eine der vielen, die uns zur Abschlussfahrt nach Disneyland schickten. Wenn du jemals zur Abschlussfahrt in Disneyland warst, weißt du, wie viel Spaß es machen kann und wie verrückt es werden kann. Der Park bleibt extra lange geöffnet, die Kapitäne, die die Jungle Cruise Boote fahren, werden lockerer und erzählen schmutzige Witze und es gibt viele Möglichkeiten für Leute, Alkohol und Gras ranzuschmuggeln. Ein Haufen hitziger Highschooler nach Disneyland zu bringen, ist eine Sache. Doch mit einem Nachtleben und einer Partyatmosphäre als Ambiente kann es ganz schön eskalieren. Meine zwei Freunde und ich, die aus Anaheim stammen, waren besonders aufgeregt. Wir alle liebten Disneyland und obwohl wir es nicht oft besuchen konnten, hatten wir durch das Wohnen im Hinterhof des Parks mehr Gelegenheiten dazu als die meisten. Außerdem waren wir nicht mehr dort, seit das neue Fantasyland, das von einer Art mittelalterlichen Jahrmarkt zu einem Märchendorf verlief, früher in diesem Jahr eröffnet wurde. Deshalb freute ich mich irgendwie darauf. Anders als viele der Leute, die da waren, planten wir, nüchtern zu bleiben und eine tolle Zeit zu haben, so viele Fahrten wie möglich zu machen und einfach zu feiern. Doch der große Plan für die Nacht war etwas ambitioniert und vielleicht ein bisschen leichtsinnig. Bis heute kann ich mich nicht erinnern, wer ihn zuerst vorgeschlagen hat, nur, dass wir alle dachten, es wäre eine großartige Idee. Wir waren bereits in den Park gegangen und hatten einige Fahrten unternommen, als sie aufgekommen war, während wir auf einer Bank im Frontierland saßen und Churros aßen. Von unserem Sitzplatz aus konnten wir über Amerikas Flüsse bis Tom Sawyer Island und darüber hinaus sehen, wo sich der Fluss gegen New Orleans Square bog. Über den Bäumen ragte die Kuppel der Geistervilla mit ihrer Segelschiff-Wetterfahne. Die Sonne war eben erst untergegangen und das brachte uns darauf, darüber zu reden. Die Villa war allgemein ein Favorit und weil wir dumme Kinder waren, stimmten wir einer kleinen Erkundung zu. Mehr oder weniger die Nacht in der Geistervilla zu verbringen. Wir lachten darüber, als wir uns in die Schlange dafür stellten, zogen an den Ziegelsäulen vorbei und gingen in Richtung der Villa, doch war ich im Inneren ein wenig nervös. Ihr müsst verstehen, die Sicherheitsvorkehrungen waren damals etwas lockerer, also war es plausibel, dass wir es durchziehen konnten, wenn wir vorsichtig waren. Außerdem gerieten bei der Abschlussfahrt immer Kinder in Schwierigkeiten und die Wahrscheinlichkeit, dass wir endgültig hinausgeworfen werden würden, war nicht so hoch, wie es hätte sein sollen. Aber ich fühlte mich noch immer angespannt. Das Gefühl, das man bekommt, wenn man zum ersten Mal eine aufregende Fahrt macht. Aufgeregt, doch etwas zögerlich. Wir drei, Mike, Karen und ich, hatten alles geplant. Wenn du die Villa betrittst, wirst du in einen Raum eskortiert, der sich vor deinen Augen zu strecken und verformen scheint. Es war eigentlich ein Aufzug, der Gäste unter die Erdoberfläche bringt, wo ein Gang die Verbindung zum Fahrgebäude über den Strandwall des Parks darstellt. Während sich alle anderen aus dem Raum und in die Halle der sich verwandelnden Porträts drängelten, blieben wir zurück, wovor die körperlose Stimme des Geistergastgebers dich scherzhaft warnt, und reihten uns ganz am Ende der Schlange ein. In dem Moment, in dem wir in unserer Doom-Buggy stiegen, war niemand sonst mehr hinter uns. Und die schwarze, endlose Prozession der muschelschalenähnlichen Wagen war leer. Wir machten die Fahrt mit wie immer, machten Witze und scherzten über die alten, bekannten Szenen, bis wir den Ausgang der Gruft erreichten. Wir stiegen aus der sich bewegenden Plattform und gingen zur Aufzugrampe, die aus der Gruft zurück nach draußen zum Park führt. Solltest du es nicht wissen, der Aufzug umarmt die Wand rechts, doch links ist eine kleine Gruftszene, wo eine kleine geisterhafte Braut auf einem Steinregal steht und dir sagt, »Eile zurück! Eile zurück!« Mike übernahm hier die Führung und drehte sich absichtlich um, während wir hochgingen und auf die Showmitglieder in der Nähe der Buggies unter uns blickten.
Mike ist ein großer, brettschuhträger Typ, ein Footballspieler durch und durch. Und seine Masse verbarg Karen und mich aus dem Sichtfeld, während wir langsam hinaufstiegen. Als sich das Showmitglied, das den Ausgang überwachte, umgedreht hatte, kletterten Karen und ich auf Mikes Zeichen über das Gleis und sprangen hinab in die Gruftszene, wo wir uns schnell in den staubigen Raum unter dem Aufzug versteckten. Mike kam einen Augenblick später nach und wir lachten und gratulierten uns für eine gut getane Arbeit. Wir mussten eine gute Stunde oder so dort unten verbracht haben. Wir kicherten mit vorgehaltenen Händen, wann immer wir die Schritte und Stimmen nichts anderer Leute hörten, die die Fahrt verließen. Karen hatte sogar einige Snacks mitgebracht und wir saßen da im Dunkeln und aßen und flüsterten miteinander. Es war wie ein seltsames Clubhaus und es fühlte sich gut an, dass wir drei diesen Regelverstoß gemeinsam begangen, selbst während sich der Text der Geisterbraut im Hintergrund immer und immer wiederholte. Eile zurück! Eile zurück! Bring deine Sterbeurkunde mit! Wenn du dich entscheidest, zu uns zu kommen, mache nun deine letzte Erledigungen. Wir sterben dafür, dich bei uns zu haben. Irgendwann nahm die Spannung ab und wir wurden still und lustlos. Natürlich, wir hatten so viel geschafft, aber was war dann? Karen wies uns darauf hin, dass es seit einiger Zeit unheimlich still gewesen war. Außer der monotonen Ansprache der Braut und anderen gruseligen Umgebungsgeräuschen gab es keine Leute mehr, die die Rampe hochkamen. Und Mike sagte, dass er denkt, der Park habe geschlossen. Doch dies ergab keinen Sinn, denn er war zur Abschlussfahrt die ganze Nacht geöffnet. Da wir keinen Ärger bekommen wollten, uns aber auch wunderten, was los war, meldete ich mich freiwillig hochzuklettern und nachzusehen. Als ich dies tat, wobei ich einiges in der Gruftszene als Griffe für meine Hände und Füße benutzte, sah ich, dass niemand in der Nähe war, nicht einmal Showmitglieder unten bei der Ausstiegsplattform am Ende. Als ich das berichtete, kletterten Mike und Karen ebenfalls hoch und wir gingen zurück zur Ausstiegsplattform hinunter, um uns umzusehen. All die Doom-Buggies, die den Korridor entlang kamen, waren leer und es war keine einzige Person zu sehen. Es war überaus seltsam und ich fühlte, dass etwas definitiv nicht stimmte, wenn dieser Ort so leer war. Ich wollte gerade vorschlagen, umzukehren und zurück nach draußen zu gehen, als Mike sagte, er wüsste gern, wohin die Doom-Buggies gingen, nachdem sie einen aussteigen ließen. Sie fuhren um eine dunkle Ecke im Gruftbereich und verschwanden aus dem Sichtfeld und Mike war neugierig, was dort unten war. An dieser Stelle hätte ich wirklich Nein sagen sollen, dass das sinnlos war und dass wir wirklich großen Ärger bekommen könnten, wenn wir dort hinten herumschnüffelten. Es war vermutlich sowieso nur ein Wartungskorridor, da die Buggies nur im Kreis zurück zum Einstiegsraum fahren. Aber ich war jung und ich war dumm und wenn man eine goldene Gelegenheit wie diese bekam, war es schwer, sie verstreichen zu lassen. Also gingen wir weiter, hüpften in einen vorbeifahrenden Doom-Buggy und fuhren langsam um die Kurve in die Dunkelheit. Dies war unerforschtes Gebiet für uns und selbst falls sich herausstellte, dass es dort hinten langweilig war, hatten wir zumindest eine Gelegenheit, es zu sehen und eventuell eine weitere Fahrt dabei rauszuholen. Kaum ein Tag vergeht, an dem ich nicht bereue, nichts gesagt zu haben. Hauptsächlich erinnere ich mich daran, wie spartanisch es war. Es war nicht ganz pechschwarz, doch es war dort drin düsterer als auf dem Rest der Fahrt. Es waren kleine Lichter an den Wänden auf jeder Seite des Pfades eingelassen, doch waren sie knapp über dem Boden und in großen Abständen. Die Wände waren schwarz gestrichen und der Korridor schien so schmal, dass ich mich eingeengt fühlte. Es war auch still, abgesehen vom Summen der Schienen, auf der sich die Buggies bewegten. Ich war angespannt und Mike und Karen halfen nicht, da sie ebenso angespannt waren. Ich glaube, es begann uns allen zu dämmern, wie viel Ärger wir uns eingehandelt hatten. Ich denke, dass ungefähr eine Minute vergangen war, in der wir hinab in den dunklen, schlichten hinteren Korridor fuhren, als die Fahrt plötzlich stoppte und ich nahezu aus der Haut fuhr, als eine Stimme von irgendwo über uns erklang und lachte, als ich merkte, dass ich vom üblichen Pannenspruch erschreckt wurde.
Verspielte Gespenster haben unsere Tour unterbrochen, sagte die Aufzeichnung. Bitte bleiben Sie in Ihren Doom-Buggy sitzen. Wir fahren in nur einem Augenblick weiter. Das Necken begann umgehend, als wir alle einander zeigten, wie wir zusammengezuckt waren. Wir warteten darauf, dass die Fahrt weiterging. Und ungefähr alle 30 Sekunden spielte die Bahn: Wir wurden ungeplant von neckischen Geistern festgenommen. Bleiben Sie freundlicherweise in Ihrem Doom-Buggy sitzen. Wir setzen unsere Tour in Kürze fort. Dies ging für eine Weile so weiter. 10, vielleicht 15 Minuten. Und noch immer hatten sich die Buggys nicht bewegt und niemand kam, um nach uns zu sehen. Wir wurden unruhig und die Stille zwischen den Ansagen wurde immer beunruhigender. Dann lehnte sich Karen ein wenig nach draußen und sah sich um. Sie bemerkte die Tür als erste. Direkt vor uns, vor dem übernächsten Buggy, erhellten die Lichter in der Wand eine kleine Alkove und eine Wartungstür auf der rechten Seite des Korridors. Wir waren zu diesem Zeitpunkt so genervt davon, in dem Buggy zu sein, dass wir gewillt waren, alles zu versuchen. So zwängten wir uns nach einer kurzen Diskussion aus dem Buggy, pressten uns gegen die Wand und an dem nächsten vorbei. Mike hatte damit Probleme und dann standen wir vor der Tür. Ich drückte sie auf und sie war unverschlossen. Sie gab den Weg zu einer Metalltreppe frei, die in die Dunkelheit hinabführte. Fußlichter wie im Korridor zeigten den Weg. Während wir die Treppe runtergingen, überlegte ich mir Ausreden, um zu erklären, warum wir vermutlich in Disneys unterirdische Wartungskorridor schritten. Die berühmten Wartidore, von denen man sagt, sie zogen sich unter Disneyland entlang, falls uns jemand findet. Und in diesem Augenblick hoffte ich, dass es jemand tat. Am Ende der Treppe befand sich eine weitere verschlossene Tür mit einem Schild daran, auf welchem stand »Nur für Showmitglieder«. Wir drückten auch diese auf und waren zu Recht überrascht, als wir sahen, dass sie sich öffnete und etwas freigab, das wie ein Themengang aussah. Disney schien selbst hinter der Bühne auf sie zu achten, denn dieser Gang war mit der purpurnen Dämonentapete und der Holzvertäfelung der Räume darüber verziert. Er wurde sogar von Kerzenwandleuchtern erhellt, deren unechte, flackernde Glühbirnen von Spinnweben und Staub bedeckt waren. Mehrere detaillierte Holztüren erstreckten sich den Gang entlang, die mit deplatziert wirkenden weißen Plakaten beklebt waren. Jeder Raum war als Requisitenkammer mit einer dazugehörigen Nummer ausgewiesen. Während wir uns auf den Weg durch den Korridor machten, versuchten wir, jede Tür zu öffnen, an der wir vorbeikamen, doch waren sie alle verschlossen. Die erste Tür, Requisitenkammer 1, wackelte etwas, doch wollte nicht nachgeben. Dasselbe bei 2 und 3. Mike kicherte und sagte, dass er sich fragte, ob wir wohl Walt Disneys gefrorenen Kopf hier unten finden würden, aber ich konnte ein nervöses Zittern in seinem Lachen hören. Selbst ich verspürte jedes Mal eine gewisse Furcht, wenn wir eine Tür ausprobierten. Etwas schwer zu deuten ist, was aber an mir nagte. An Tür 4 legte ich mein Ohr an die Kante und glaubte, von der anderen Seite etwas zu hören, das wie fließendes Wasser oder leises Fernsehrauschen klang. An Tür 5 bemerkte ich, dass die künstlichen Kerzen an den Seiten der Tür sporadischer flackerten als die anderen, als wären sie defekt. Tür 6, auf der linken Seite und in der Nähe einer weiteren schlichten Wartungstür, die das Ende des Korridors darstellte, war die einzige, die sich in uns öffnete. Und ich war diejenige, die den kalten Türgriff hinabgedrückt und sie zum ersten Mal geöffnet hatte. Es ist schwer für mich zu beschreiben, was ich sah, ohne dabei zu erschaudern, denn selbst jetzt lässt es meine Erzählung relativ normal wirken. Zumindest so normal wie ein Raum, der unter einer Themenparkattraktion versteckt ist, überhaupt sein kann. Er war nicht sehr groß, fast wie ein großer Lagerschuppen. Im Gegensatz zum Gang war er im schlichten Schwarz der Wartungstunnel gestrichen und wurde von einem einzelnen fluoreszierenden Licht an der Decke erleuchtet, wenn auch nur schwach. An den Wänden reihten sich Metallspinde und es war eine Art großes archaisches Gerät in eine Ecke gestellt worden, das alten Computerschränken aus den 60er Jahren nicht unähnlich war.
Doch was meine Aufmerksamkeit von Anfang an auf sich zog, war die grinsende Gestalt nahe der gegenüberliegenden Wand. Eine Art Dummy oder Animatronik, die leblos und unbeweglich auf ihrem Podest stand. Die Entdeckung war für uns alle faszinierend. Und ohne darüber nachzudenken, gingen wir alle in den Raum und auf die Gestalt zu. Es sollte eindeutig einer der Geister der Bahn sein, ein Gespenst mit Zylinder und totenkopfartigem Gesicht, cartoonartigen hervorstehenden Augen und einem anzüglichen Lächeln. Einer der Zähne war sogar mit Gold bemalt. Er stand in einer obeinigen Pose, eine knorrige Hand hielt einen Gehstock, die andere eine Hutschachtel. Keiner von uns hatte diesen Charakter jemals zuvor auf der Fahrt gesehen, obwohl Karen meinte, dem des dünnen, trampenden Geistes ähnelte, der sich am Ende der Bahn befindet. Ich drehte mich gerade von der Gestalt weg, um mir die Spinde anzusehen, als das Brüllen einer Zündung aus dem Korridor ertönte. Es klang wie das Geräusch eines vorbeirauschenden Motorrads, gefolgt von einem lauten, dröhnenden Knall, der den Boden zum Beben brachte. Die Tür zum Zimmer schwank zu und das fluoreszierende Licht flackerte und erlosch, was uns in völliger Dunkelheit zurückließ. Mike stockte der Atem, Karen schrie und ich tastete in der Dunkelheit nach ihnen, als ich ein seltsam surrendes Geräusch hörte. Ein neues Licht ging an, ein konzentriertes grünes Licht über dem Hutschachtelgeist, das sein Lächeln für einen Augenblick zeigte, ehe es erlosch, und ein anderes anging, welches die Hutschachtel beleuchtete. Ich konnte nur das durch das Material der Hutschachtel blicken und sah den Kopf des Geistes, wie er mich aus der Schachtel heraus angrinste. Das Muster wiederholte sich rhythmisch, was es so wirken ließ, als würde der Kopf des Geistes von seinen Schultern verschwinden und in der Hutschachtel wieder auftauchen. Es war kein besonders überzeugender Effekt, doch in der Dunkelheit und mit den seltsamen Dingen, die um mich herum passierten, machte es mir wirklich Angst. Ich drehte mich um und stolperte durch den Raum, um nach der Tür zu tasten und aus dem Raum zu gelangen. Nun schaltete sich auch noch das auf den Geist gerichtete Licht aus. Und ich hörte hinter mir Karens und Mikes Schritte, ein zusammenstoßendes Geräusch von etwas Festem, das auf den Betonboden fiel. Ich versuchte, die Tür aufzudrücken, doch sie bewegte sich nicht. Jemand stieß mir in der Dunkelheit in den Rücken und ich knallte hart gegen die Tür. Ich war benommen, doch unverletzt. Und ein weiterer Schrei von Karen durchströmte mich sogar noch mehr mit Adrenalin. Stattdessen zog ich an der Tür und sie öffnete sich. Ohne einen weiteren Gedanken zu verlieren, war ich wieder draußen im Gang, ohne auch nur zurückzublicken. Ich fing an zu laufen, sprintete den Weg, den ich gekommen war, zurück und keuchte. Ich war nie ein besonders athletisches Kind gewesen, doch trieb mich die Panik voran. Ich hörte Geräusche hinter mir, Schritte. Mike und Karen schrien vor Angst und folgten mir zusammen mit etwas, das wie schneller werdendes Klopfen und Schlagen gegen die Türen um mich herum klang, doch weigerte ich mich, über meine Schulter zu blicken. Die Treppen hoch und zurück in den Doom-Buggy-Korridor, in einer Zeit, die sich nach wenigen Sekunden anfühlte. Die Doom-Buggys bewegten sich nun und wanderten endlos durch die Schatten. Ich wusste, dass es in diesem schmalen Korridor gefährlich war, in einen diesen hineinzuhüpfen, und für einen Moment zögerte ich. Ich dachte darüber nach, was ich tun sollte. Ich sah endlich zurück, die Treppe hinab, von der ich gekommen war. Ich dachte, Mike und Karen wären direkt hinter mir gewesen, doch waren sie fort. Ich rief ihren Namen und meine Stimme echote die Treppe hinab, doch bekam ich keine Antwort. Nicht, bis ich etwas die Metalltreppe berühren hörte, das zur Tür heraufkam. Ich sah einen fremd anmutenden Wagenschatten an der Wand, warf die Tür zu und sprang in den nächstgelegenen Buggy, welcher mich eine kleine Strecke den Korridor entlang brachte, bevor ich endlich den einer Vorhölle ähnenden Einstiegsraum erreichte. Hier liefen noch alle Effekte, einschließlich der unheimlichen Musik und Geräusche, doch nach wie vor war niemand zu sehen. Ich schrie nach Hilfe, doch niemand kam. Ich sprang aus dem Doom-Buggy, sobald ich konnte, und rannte zurück hinauf in die Halle der sich verwandelnden Porträts. Vor mir war die Tür zum Aufzug, die sich streckende Galerie, doch erinnerte ich mich, dass dieser Bereich einen schnelleren Angsthasenausgang hatte, für die, die zu viel Angst vor der Fahrt hatten und zurück nach oben in den Park wollten. Die Tür war mit einem offensichtlichen Ausgangsschild versehen, das sich zwischen zwei zersprungenen Fenstern befand, die den Eindruck erweckten, die Tür führe in eine stürmische Nacht. Ohne zu zögern, drückte ich die Tür auf und ging hindurch. Dahinter war ein weiterer Korridor.
Auf jeder Seite simulierten Blitzlichter an den Fenstern Blitze, die mit jedem Donnerschlag, der durch den Gang hallte, flackerten, was mich nur noch mehr desorientierte. Ich bog nach links und folgte dem Gang, während der Boden immer steiler nach oben führte. Mein Hals wurde trocken und ich bekam Seitenstechen. Und dann schnürte sich meine Kehle vollständig zu, als ich um eine Ecke bog und fast in den Hutschacht der Geist lief. Er stand genau in der Mitte des Ganges zwischen mir und der Tür, die nach draußen führte. Ich stolperte instinktiv zurück, doch die Gestalt bewegte sich nicht. Es war eine regungslose Requisite, die ihr totes Grinsen aufgesetzt hatte, beleuchtet von einem Deckenlicht weiter hinten am Gang. Das Licht durchbrach ebenso die Illusion der Hutschachtel und ich konnte vage die Form des körperlosen Kopfes durch den Leinstoff sehen. Ich war überzeugt, in diesem Moment war ich wirklich überzeugt, dass dieses Ding plötzlich zum Leben erwachen und mich verfolgen würde. Doch tat es das nicht. Ich hatte keine Ahnung, wie es aus diesem Untergeschoss hierher gelangen konnte. Vor allem so schnell. Vielleicht war die ich unten gesehen hatte, nicht die einzige derartige Gestalt gewesen. Vielleicht spielten mir Mike und Karen einen Streich und hatten sie mit heraufgebracht. Ich war erstarrt, überlegte, wo ich als nächstes hingehen sollte, da ich auf keinen Fall in die Nähe dieses Geistes wollte. Doch wollte ich auch nicht zurückgehen, denn ich hatte noch immer das Gefühl, dass etwas Unheilvolles hinter mir war. Nervös krächzte ich die Namen meiner verlorenen Freunde, doch bekam ich keine Antwort. Geräusche der Bahn hallten durch den Gang, dumpf, doch allgegenwärtig. Dann hörte ich das Stöhnen. Es könnte ein menschliches Stöhnen gewesen sein oder etwas Mechanisches, aber ich hatte es ganz genau gehört. Es klang nicht wie die übliche Geräuschkulisse und es kam von irgendwo in der Nähe von oder hinter dem Hutschachtelgeist, vielleicht sogar noch von weiter den Gang entlang hinter dem Ausgang. Als wäre es ein Auslöser gewesen, bemerkte ich plötzlich, dass sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten und sich die Beleuchtung irgendwie geändert hatte, denn ich sah wieder auf die Hutschachtel und sah das Innere durch den Stoff. Es war noch immer ein Kopf darin, doch wusste ich, dass es nicht der Kopf des Geistes war. Es war nicht einmal eine Cartoon-Karikatur eines Kopfes. Es war weder Mike noch Karen. An dieser Stelle verblassen meine Erinnerungen. Ich weiß noch, dass mir das, was ich sah, durch Mark und Bein fuhr. Und das ist ein Teil des Grundes, weswegen es so lange dauerte, bis ich mich erinnern konnte. Ich erinnere mich, das Ding in der Schachtel gesehen zu haben. Gesehen zu haben, dass es tatsächlich ein menschlicher Kopf war. Das Gesicht eines Mannes. Eines Mannes, den ich nicht kannte. Er blickte mich scheinbar aus der Schachtel heraus an, mit erschrockenen, flehenden Augen. Doch danach ist da nur noch eine verschwommene Mischung aus purer Angst und Fetzen furchterregender Bilder. Knochige Hände, Grabsteine, pneumatisches Zischen, der sich streckende Raum, wie er rückwärts fuhr, schrumpfte, zu schnell schrumpfte, die Decke raste auf mich zu, die Leiche, die in den Dachsparren hing, die zu mir herabstieg. Ich versuche nicht zu lange an die Bilder zu denken, denn jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, welche tatsächlich passiert waren und welche das Ergebnis der Albträume waren, die ich in den Jahren danach hatte. Das nächste, woran ich mich deutlich erinnern kann, ist, dass ich auf meinen Händen und Knien außerhalb des Zauns der Geistervilla war und auf dem Gehweg erbrach, während um mich herum Menschenmengen standen. Die meisten nahmen mich nicht zur Kenntnis. Es gab viel Geflüster und einige weinten. Da war Blaulicht und Polizeiautos waren in der Nähe geparkt, aber ich wusste nicht weshalb. Ich saß einfach da, aufstoßend und schluchzend, bis mich endlich ein Showmitglied bemerkte und zu einer Erste-Hilfe-Station führte. Karen war dort, als ich ankam, und sie sprang auf und nahm mich fest in die Arme, als sie mich sah. Ich glaube nicht, dass das Erzählte von uns beiden auf irgendeine Weise Sinn ergab. Wir waren beide mit unserem Latein am Ende. Doch es war so eine Erleichterung, sie nach all dem hier zu sehen. Dass ich jegliche Fragen, die ich hatte, beiseite geschoben hatte. Ich werde nie vergessen, wie gehetzt sie aussah. Die Augen geweitet und blass, kaum in der Lage, einen Satz zu formen, ohne in Tränen auszubrechen. Mike tauchte nie auf.
Diese verhängnisvolle Nacht konnte ich nie vergessen. Und in den Jahren danach begann ich langsam, die Puzzleteile zusammenzusetzen, um vergebens einen Sinn in dem Geschehene zu finden. Es wurde eine Art persönliche Obsession. Etwas, das ich im Hintergrund tat, während ich mein Leben weiterführte. Zunächst dauerte es nicht lange, bis Karen und ich herausfanden, warum die Polizeiautos dort waren. Sie waren nicht wegen uns dort gewesen. Anhand der Berichte, die wir danach hörten, war ein 18-jähriger Typ aus New Mexico ums Leben gekommen, während wir in der Geistervilla waren. Er und ein Freund hatten sich in eine der Garderoben auf Tom Sawyers Insel geschlichen und ein Gummirettungsboot gestohlen, um damit eine Spritztour durch die Flüsse Amerikas zu machen. Anscheinend war der Typ ziemlich betrunken und es dauerte nicht lange, bis er einen Felsen traf, der ihn und seinen Freund aus dem Boot warf. Sein Freund holte Hilfe, doch er ertrank, bevor sie ihn finden konnten. Sein Körper wurde eine Stunde später entdeckt. Ich frage mich mittlerweile, ob deshalb niemand da war, als wir uns hinter die Bühne schlichen. Ich schaffte es, einige der Showmitglieder ausfindig zu machen, die in dieser Nacht gearbeitet hatten. Obwohl die meisten behauptet hatten, dass sie vom Management die Anordnung bekommen hatten, keinen Alarm zu schlagen und auf ihrem Posten zu bleiben, gaben einige zu, dass sie losgegangen waren, um sich das grauenhafte Spektakel anzusehen. Besonders die, die in den Attraktionen nahe dem Fluss gearbeitet hatten, wie der Geistervilla. War das Timing wirklich so perfekt, dass jeder weggesehen hatte, als wir in etwas Schreckliches gestolpert sind? Mikes Verschwinden war etwas, das Karen und mich tief berührte und wir versuchten jahrelang etwas von jemandem zu erfahren. Seine Eltern hatten nie wieder von ihm gehört und eine Vermisstenmeldung wurde herausgegeben. Wir erzählten ihm nicht die Wahrheit. Wer würde uns glauben? Wir versuchten zumindest die Untersuchung auf die Geistervilla zu lenken. Wir sagten, dass wir ihn dort zuletzt gesehen hatten, doch es kam nie dazu. Disney wurde natürlich nie mit dem Vorfall in Verbindung gebracht, obwohl der Park sein letzter bekannter Standort war. Karen und ich lebten uns schließlich auseinander. Vermutlich, weil wir uns gegenseitig für das Geschehene verantwortlich machten. Sie hat mir nie erzählt, was sie erlebt hatte, nachdem wir getrennt wurden. Entweder weil sie wollte, dass ich mich dafür schuldig fühlte, sie zurückgelassen zu haben. Ach, Karen, das ist keine Ahnung. Oder weil sie sich, so wie ich, kaum noch an etwas erinnern konnte. Wir waren beide zu erschüttert, um uns gegenseitig davon zu erzählen. Doch Zeit und Abstand machten die Dinge leichter und mit den Anfängen des Internets gab es plötzlich eine Fülle neuer Informationen. Seitdem habe ich begonnen, Hinweise zusammenzusetzen. Ich fand unseren Hutschachtelgeist nahezu sofort. Ihn in jegliche Suchmaschine einzugeben, bringt einen sofort zahllose Bilder der obeinigen, grinsenden Gestalt, die nachts im Dunkeln oft in meinem Kopf erschien. Er war scheinbar Teil der Attraktion, als sie 1969 zuerst eröffnete. Das meiste Werbematerial des Fahrgeschäfts zeigte zu der Zeit diesen Charakter und seine allgegenwärtige Hutschachtel. Er stand ursprünglich in der Dachbodenszene, direkt gegenüber von der geisterhaften Braut mit dem schlagenden Herz. Doch wurde er nach nur einer Woche heimlich aus dem Fahrgeschäft entfernt. Anscheinend hatte der Effekt seines verschwindenden Kopfes nie richtig funktioniert. So lautet zumindest die offizielle Erklärung. In den letzten Jahren erlangte der Hutschachtelgeist eine Fangemeinde. Gruppen von Fans der Geistervilla, die ihn wieder auf der Fahrt sehen wollten. Es ist Wunschdenken, da bin ich mir sicher, denn diese Figur musste bestimmt aus einem Grund im Untergrund gelagert werden. Es dauerte länger, etwas über den Wartungsbereich herauszufinden, wohin die Doom-Buggies fahren. Der leere Korridor, der eigentlich nie von Gästen hätte gesehen werden sollen. Behinderte Gäste bereisten diese Route jedoch ständig. Rollstuhlgerechter Zugang zur Fahrt wird durch den Limbus-ähnlichen Laderaum ermöglicht und die Gäste fuhren durch diesen Raum, um ihre Rollstühle wiederzubekommen und hinauszugehen. Ich habe etwas darüber gepostet und warf Fragen bezüglich Details über diesen Bereich auf, doch niemand gab mir eine Beschreibung, die im Entferntesten wie das klang, was ich durchmachen musste. Es wurde beschrieben als kurz, langweilig und mit einer Art Laufsteg über dem Gleis, doch ohne mysteriöse Alkove oder offensichtliche Tür. Die Doom-Buggies fahren in weniger als 30 Sekunden hindurch und schon bist du zurück im Laderaum. Ich vermute, Disney hat den Bereich seit den 80ern verändert. Doch warum?
Kürzlich stieß ich aber auf eine weitläufige Meinung, die mehr wie eine makabre Kuriosität als etwas anderes scheint. Es sei denn, jemand hatte dasselbe durchgemacht wie ich. Es geht allerdings nicht um die Geistervilla, sondern um seinen E-Ticket-Nachbarn, Fluch der Karibik. Laut der Geschichte, und diese wurde in unterschiedlichen Büchern von Disney veröffentlicht, es ist also kein vages Gerücht, hatten die Imagineers, die das Fahrgeschäft gebaut hatten, das Gefühl, dass die Kunstskelette zu der Zeit für die Untergrundgrotte nicht echt genug aussahen. Deshalb liehen sie sich echte menschliche Überreste vom UCLA Medical Center, zogen sie an wie Piraten und stellten sie in die Höhlen. Denkt einen Augenblick darüber nach. Millionen von Leuten fuhren in Booten vorbei und hatten keine Ahnung, dass sie echte Skelette ansahen, alle in Piratenkluft gekleidet. Irgendwann ersetzte ein späteres Team von Imagineers diese mit echt aussehenden Replikaten. Und angeblich wurden die Knochen in ihre Herkunftsländer zurückgebracht und ordentlich begraben. Doch wer sagt, dass sie das wurden? Was, wenn etwas im Keller zurückgelassen wurde, als die Knochen weggebracht wurden? Und was, wenn die Piraten nicht das einzige Fahrgeschäft waren, in dem das getan wurde? Das Gebäude der Geistervilla wurde zusammen mit dem Rest des New Orleans Square 1963 gebaut. Doch dauerte es nochmal 6 Jahre, bis die Attraktion tatsächlich eröffnet wurde. Warum die Verspätung? Es konnte nicht nur am Stau wegen der Weltausstellung 1964 und Walt Disneys Tod 66 gelegen haben, oder? All das ist Spekulation. Ein Verständnisfaden, der mehr Fragen für mich aufwirft, als er Antworten gibt. Ich möchte die Wahrheit darüber erfahren, was in dieser Nacht passiert ist. Doch alles, was ich gefunden habe, lässt sich nicht zu einer konkreten Erklärung zusammenfassen. Vielleicht gibt es keine, doch ich wünsche mir verzweifelt, dass es eine gibt. Und ich kann nicht zurück. Ich gehe nicht zurück, nicht nach den Dingen, die ich gesehen und gefühlt habe. Ich habe seit dieser Nacht keinen Fuß mehr in Disneyland gesetzt. Aber vielleicht ist es an der Zeit, dass ich es erneut versuche. Karen, wenn du da draußen bist und das hier hörst, es tut mir alles leid. Ich versuche es richtig zu stellen, möchte einen Sinn in all dem finden. Kontaktiere mich, wenn du es kannst. Ich muss erfahren, was mit dir und Mike passiert ist. Vielleicht hast du den Schlüssel zu diesem Mysterium in deiner Erinnerung. Ich kann es nicht alleine schaffen, doch zusammen können wir der Sache vielleicht auf den Grund gehen. Für alle anderen soll dies hier als Warnung gelten. Einige Dinge sind aus einem Grund hinter den Kulissen. Und eine Firma wie Disney muss eine Menge Leichen in ihrem Keller haben. Denkt nochmal darüber nach, bevor ihr eine Aktion wie ich durchzieht. Denn es könnte nicht der Sicherheitsdienst sein, der euch findet. Puh, ich liebe Disney Creepypastas und ich hoffe, euch hat die Creepypasta sehr gut gefallen. Kleiner Fun Fact, die Creepypasta basiert zum Teil auf wahren Begebenheiten. Der Typ, der am Ende dort gestorben ist, der ist tatsächlich dort gestorben. Und diese Figur, von der gesprochen wird und die hier jetzt auch im Video ist, die existiert wirklich und wurde jetzt von Disney wieder ausgekramt und wieder ausgestellt. Außerdem hat Disney tatsächlich echte menschliche Knochen verwendet. Teilweise sind bei dieser Piratentour heute noch 2, 3 Skelette, wie ich das gelesen habe, echt und menschlich. Und keiner weiß, warum man die behalten hat. Finde ich ein bisschen gruselig und das macht die Creepypasta irgendwie noch ein bisschen besser, als sie schon ist. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und für alle, die sich gerade im Moment ein bisschen nach längeren Creepypastas lechzen oder auch endlich die Endtime-Reihe und die Ausprobieren-Reihe weiterhören wollen, kann ich nur sagen, es ist verdammt heiß in der Kabine. Ich kann immer so maximal 15 Minuten am Stück aufnehmen und da ist schon enormer Qualitätsverlust dabei, wenn ich immer zur Unterbrechung habe. Deswegen geduldet euch noch ein bisschen. Ich versuche gerade mit etwas kürzeren Geschichten die Zeit zu überbrücken, bis es wieder annehmbar in der Kabine ist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und wer es noch nicht getan hat, abonniert diesen Kanal. Und wer etwas für den YouTube-Algorithmus und für mich tun möchte, schreibt mir natürlich einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann hören wir uns zum nächsten Video. Bis dann!